Neben mir sitzt Julia Staron, die Besitzerin, kann man sagen, vom Cocoon. Also nicht alleine, aber ja auch mit. Also auf jeden Fall die Gastgeberin, der Gastgeber von TalkDot, also von Astrid und von mir. Was verbindest du denn mit unserer Talkshow Talk der offenen Tür, liebe Julia? Ich verbinde damit vor allen Dingen, dass Astrid versucht, einen Cuba Libre zu mixen. Das finde ich ziemlich originell. Ich verbinde damit fulminante Abende und ich verbinde damit interessante Gäste, die ich ansonsten wahrscheinlich nicht kennenlernen würde. Sehr gut. Das ist eine super Antwort, finde ich, weil genau das wollte ich hören. Ja, das ist super gemacht. Aber okay, jetzt 3 Stunden Briefing. Ja, ich habe verstanden. Es hat lange gedauert. Jetzt haben wir ja schon einige durchgezogen hier, also muss man wirklich sagen. Ne? Einige finden sich auch im Programm wieder von euch. Ann-Sophie zum Beispiel hat hier ein Konzert jetzt, war schon bei uns im TalkDot. Ja, wen würdest du denn jetzt am liebsten bei uns noch auf der Bühne, an der Bar, am Balkon, im Klo sehen und vielleicht dann auch mal später im Programm? Also wenn du meine Kindheit, Jugendseele erreichen möchtest, dann muss es Prince sein. Also the Dingsbums, formerly known as Prince. Ja. Warum also das ist ja, ich bin halt einfach tatsächlich seit meiner Jugend und ist schon etwas länger her. Nein. Doch. So viel Wahrheit muss sein, bin ich tatsächlich nach wie vor, und das ist echt fulminant, tatsächlich beeindruckt von dem Künstler. Und es ist so einer der wenigen Popstars, die mich heute noch beeindrucken, wo ich mir denke, also wenn der, ja, irgendwie der. Lieblingslied von ihm? Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen. Eins, was dir sofort immer, du sagst Prince, den würde ich, fällt ein Lied auf den Lippen? When the Dove Does Cry, glaube ich. Also das ist der aber soll ja nicht sehr groß sein, der Prince, ne? Nein, der ist gar, ich habe ihn einmal im Madhouse getroffen damals. Also, nein, das ist ganz schlimm. Also, ich bin ja Hanseate. Ja. Ne? Und als wir im Madhouse waren damals, ich war weit unter 21, hätte gar nicht da sein dürfen, stand ich an dieser Tanzfläche und war also feuernder Prince-Fan zu der Zeit. Und registrierte, dass irgendwie neben mir eine sehr, sehr kleine Persönlichkeit stand und guckte über die Tanzfläche rüber und dachte, oh Gott, die Frau, die da drüben steht, die kennst du doch. Das ist doch Sheila E. Und dann so dröbbelte das irgendwann und so, Gott, wenn das Sheila E. ist, dann muss das doch Prince sein. Und das zu dieser Zeit damals, ich habe also fast Schnappatmung bekommen, bin aber tatsächlich sehr eingestanden, Hanseatin und hast du nicht angesprochen? Aus dem Reflex heraus habe ich diesen Ort verlassen und habe mir ein Bier bestellt. Und jetzt wisst ihr, liebe Zuschauer, warum Julia immer Schnappatmung bekommt, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich bin nur 1,71! Der ist aber viel kleiner als du. Noch kleiner? Natürlich, der hat ja, glaube ich, die 1,60. Ich säg mich ab! Mit 1,60 hat er knapp erreicht. Ja. Ah, okay. Ja. Aber das ist halt so und aber das wäre so ein Künstler. Nein, es gibt natürlich ganz viele auch lokale Künstler, die ich toll finde, die ich vielleicht teilweise kenne, aber wo ich mich sehr freuen würde, wenn ihr die auch hättet. Und weißt du was? Wir arbeiten daran, dass wir sie alle bekommen. Ja. Und ich finde das super, dass wir hier sein dürfen. Ich fühle mich nämlich sauwohl im Kokon. Ja. Und ich hoffe ihr auch beim TalkDot. Prost!